wie du, bin auch ich geschaffen in dein Bild. Schon. Halleluja. Was in Herrlichkeit des Vaters. Du, der eingeborene Sohn. Du warst schon der eingeborene. Was dieselbige Person, als dich der Vater zu uns sandt. Halleluja. Um zu machen, alle Fülle des Vaters in dem Geist bekannt. Du hast alle Fülle des Vaters uns bekannt gemacht. In dem Geist. Halleluja. Halleluja. Durch deinen Tod und Auferstehung wurde Gott erstgeborener Sohn. Halleluja, Jesus, du bist Gottes erstgeborener Sohn. Durch dein Leben in uns austeilen. Jesus, du teilst dein Leben in uns aus. Was für eine Offenbarung, Herr. Vielen, vielen Dank. Du hast dein Leben in uns ausgeteilt. Und viele mehr davon. Wir, die vielen Neugeborenen, in die Sohnschaft eingebracht. Die Sohnschaft durch deine Todes und durch deine Auferstehung in die Sohnschaft eingebracht. Wir wurden Söhne. Wurden so als viele Brüder deinem Bilde gleichgemacht. Wow, deinem Bilde gleichgemacht. Halleluja. Viele Brüder. Einst warst du das einzige Korn, das in die Erde zu sterben fiel. Du warst das einzige Korn. Das einzige Korn, Herr, das in die Erde gefallen ist, gestorben ist und durch Tod und Auferstehung dein Leben viel geworden ist. Halleluja! Halleluja! Nun in dein Natur geboren, wir die vielen Körner sind. Wir sind die vielen Weizenkörner. Wir sind deine Körner. Als ein Leib sind all vermengt wir. Sind
ein Brot vermengt. Ein Leib und wir sind vermengt. Zu einem Brot. Deine Fülle wird verkündet. Dass deine Fülle wird verkündet, deine Herr. Fülle, durch den Leib, Fülle, der wir sind. Wird verkündet. Herr, dein menschlich Schal gebrochen, dein menschlich Schal gebrochen. Deine Schale wurde Leben, zerbrochen. Herrlichkeit befreit. Es befreit, es ist dein Leben draus. Leben, Herrlichkeit befreit, dass deine eigene Einverleibung, durch Erwählte wird vermehrt. Wird vermehrt. Wir in dir sind einverleibt. Wir in dir sind einverleibt, du in uns und wir in dir. Du in uns und wir in dir. Wir verborgenes Manna essen, Halleluja. Danke, Jesus, dass du unser Leben bist. Danke, dass dieses Manna unser Leben ist. Neu Jerusalem, wir sehen neu Jerusalem. Wir sehen es. Amen. Als dein gewolltes Abbild. Vater, Halleluja, wir sind gewollt. Halleluja. Als dein Abbild sind dein Leib und liebe Braut. Danke, Jesus, dass wir deine Braut sein dürfen. Halleluja. Dein Ausdruck und deine Fülle, dass deine Wohnung wird gebaut. Deine Halleluja, Wohnung deine Wohnung wird gebaut. Deine Frau in der Gemeinde, in deinem Leib. Wir sind deine Weiterführer. Wir dürfen dich weiterführen, Christus. Halleluja. Du uns wirst ausgebreitet. Danke, Jesus, dass wir deine Weiterführung sein dürfen, dass du uns vertraust, dass du uns das hineinlegst, Herr. Deine Fülle und wir sind eins mit dir, dem Haupt der Herrlichkeit. Wir sind eins mit dir. Thank you.
this land. So we come together, we are standing hand in hand, and we pray, Father, heal this land. Watch us auf in diesem Land. Gott, steh auf in diesem Land. Heute kommen wir zusammen, wir stehen Hand in Hand und wir beten, Vater, heil dies Land. Gott, steh auf in diesem Land. Gott, steh auf in dieser Stadt. Heute kommen wir zusammen, wir stehen in der Hand und wir beten, heile diese Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Heute kommen wir zusammen, wir stehen die Sünde satt und wir beten, heile diese Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Genügen! Heute kommen wir zusammen. Wir haben die Lügen satt und wir beten, heile diese Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Heute kommen wir zusammen in Hochmut. Ja, wir beten, Vater, heile dieses Land. Vater, wir beten und dafür bitte in diesem Land Österreich zu und der Stadt Salzburg. Vater, wir beten, dass Menschen die Hoffnung kennenlernen in deiner Person, Jesus Christus. Wir beten, dass Menschen dich kennenlernen. Wir beten, dass du uns göttliche Verabredungen und göttliche Termine schenkst, vorbereitete Werke, dass wir hineintreten, Herr, in Begegnungen, die du vorbereitet hast, in Gespräche, die du vorbereitet hast. Wir beten, dass wir Menschen den Weg weisen dürfen zu dir, Jesus Christus. Wir beten, dass Menschen deine Güte schmecken, dass Menschen erkennen, wie freundlich
Der Herr ist wohl dem, der ihm vertraut. Vor dir beten für das Land Österreich, dass viele Menschen Jesus Christus kennenlernen. Auch in dieser Stadt Salzburg, Vater. Gebrauch uns, Herr. Gebrauch uns in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten. Lass uns viele Studenten erreichen, Vater. Viele junge Menschen, Vater. Lass uns viele Menschen gewinnen, die hungrig sind nach dir, die suchen sind nach dir. Gott, steh auf in dieser Stadt. Gott, steh auf in dieser Stadt. Heute kommen wir zusammen. Wir haben die Sünde satt und wir beten, heile diese Stadt. Gott, steh auf in diesem Land, in diesem Land. Gott, steh auf in diesem Land. Heute kommen wir zusammen, wir stehen Hand in Hand und wir beten, heile. Ich möchte euch bitten, auch wenn ihr im Internet zuschaut, dass ihr dafür bitte eintretet, für die Stadt Salzburg, für die Menschen hier. Ihr empfangt aus einer Gemeinde aus Salzburg Segen und ich bitte euch, dass ihr betet für die Menschen in Salzburg, dass sie das strahlende Licht des Evangeliums kennenlernen. Bitte tut diesen Menschen diesen Gefallen, diesen Liebesdienst und betet für sie zum Herrn. Wir wollen der Stadt Bestes suchen. Betet, dass wir Menschen gewinnen können, dass wir Menschen erreichen können. Wir danken euch von Herzen. Diese Stadt braucht Jesus Christus. Wir wollen dich erheben, Jesus Christus. Amen. Halleluja. Wir wollen dich hoch erheben. Danke, wir erheben Jesus. Den Namen des Herrn. Wir bekennen, dass kein anderer Herr ist, außer Jesus Christus. Jesus, du bist der Herr der Herren. Halleluja. Du bist der König der Könige. Danke, Jesus. Wir verehren dich und wir erheben dich heute Abend. Amen. Zögern und wir zweifeln nicht, dein Wort ist hält, was es verspricht. Wir proklamieren deinen Sieg, der Feind, der ist zerschmettert und besiegt. Yeah, yeah, Halleluja, Halleluja, uns gehört der Sieg. Was uns gehört. Und jedes Werk des Teufels wird zerstört. Yeah, yeah. Halleluja, Halleluja, uns gehört der Sieg. Nichts und niemand kann uns widerstehen. Yeah, yeah. Halleluja, Halleluja, uns gehört der Sieg. Wir gehen voran, Gott geht immer. Yeah.
sie wird eingebracht. Die Hölle leer, der Himmel voll gemacht. Hey, hey. Halleluja, Halleluja, uns gehört der Sieg. Nichts und niemand kann uns widerstehen. Hey, hey. Halleluja, Halleluja, uns gehört der Sieg. Wir gehen voran. Ziel erreichen willst, nach dem Gold. Und gib dich nie mit Silber, oder Bronze zufrieden. Du weißt, was nötig ist, dass du den Siegeskranz gewinnst. Lauf deinen Lauf, lauf ihn. Und wenn du hinfällst, dann steh wieder auf. Entscheid dich täglich neu, dass du dein Lebensziel erreichen willst. Greif nach dem Gold und gib dich nie mit Silber oder Bronze zufrieden. Du weißt, was nötig ist, dass du den Siegeskranz gewinnst. Du bist zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Du hast einen Traum und der wird wahr, wenn du es wirklich bist und alles daran setzt. Leg auf die Fesseln, du wirst frei, wirst gut erleben. Heut und fest, dass du dich immer von der Liebe leiten lässt. Leben funktioniert, wenn Gottes Liebe dich regiert. Amen! Glaub daran, die Liebe hat für dich den allerbesten Plan. Wo es ganz einfach ist, was für dich maßgeschneidert ist. Du bist zum Siegen geboren, hör auf dein Herz und du wirst. Du hast einen Traum und der wird wahr, wenn du es wirklich bist und alle
Fesseln. Du bist frei fürs Gute. Du bist zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es steht. Aber um die Umstände dir was anderes erzählt. Du hast einen Traum und der wird wahr. Wenn du es wirklich bist und alles daran setzt, leg auf die Fesseln, du wirst frei, es wurde lieb. Leg auf die Fesseln, du wirst frei, es wurde lieb. Leg auf die Fesseln, du wirst frei, es wurde lieb. Leg ab die Fesseln, du bist frei fürs gute Leben. Leg ab die Fesseln, du wirst frei fürs gute Leben. Leg ab die Fesseln, du wirst frei fürs gute Leben. Wir frei. Bis zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Aber an die Umstände dir was anderes erzählt. Du hast einen Traum und der wird wahr. Wenn du es wirklich fühlst und alles daran setzt, leg ab die Fesseln, du wirst frei fürs Gute. Für Freiheit, Herr. Danke, Jesus, du hast uns frei gemacht. Halleluja, du hast uns frei gemacht. Die Ketten hast du gesprengt. Halleluja.
Danke, Jesus, dass wir immer zu dir kommen können, auch wenn wir fallen. Danke, Jesus, dass du dich über jeden Schritt, den wir machen, freust. Halleluja. Eindrücke gibt, halte nichts zurück, schreibt sie im Chat, schreibt Eindrücke, Bilder und Worte. Wenn es hier im Raum unter euch Eindrücke gibt vom Herrn jetzt gerade, geht ans Mikrofon und teilt sie mit uns. Oder wenn ihr merkt, dass Salbung auf euch ist, geht ans Mikrofon. Vertraut darauf, dass der Herr euch leiten wird in dem, was dann geschieht. Christus, wir schütten unser Herz in dein Herz, unseren Geist in deinen Geist und leben in deinem Genuss. Halleluja. Überall, wo wir zusammen sind in dir, Christus. Halleluja. Deine Ehre, Papa, muss vollkommen werden. Amen. Lass deine Ehre in uns vollkommen werden, Herr. Papa, lass deine Ehre in mir, in uns vollkommen werden, Herr. Bring sie zum Leuchten, Herr. Bring sie in uns zum Leuchten heute Abend. Sie haben den
dass im Internet jemand ist, der dem Ganzen nicht so trauen kann. Zweifel sind, dass Gott dich liebt, aber du schaust nicht ohne Grund zu. Und ich möchte sagen, Jesus liebt dich über alles. Amen. Er hat alles für dich getan und er hat alles vergeben. Und du darfst dein Herz aufmachen für ihn und du darfst dich fallen lassen in seine Arme. Du darfst behütet sein und du darfst den Schmerz zulassen. Du darfst das machen, dass das rauskommt. Du darfst weinen. Du darfst einmal hinfallen und zusammenbrechen und sagen, oh, ich kann nicht mehr. Aber Jesus ist da. Und er greift dir unter die Arme. Er hebt dich hoch. Halleluja. Und er liebt dich. Er umarmt dich. Vertraue ihm. Ja, und der Herr sagt dir, du bist mein geliebtes Kind. Halleluja. Du bist mein geliebtes Kind und du bist auserwählt und berufen. Auserwählt und berufen, meine Liebe zu genießen, meine Gegenwart zu genießen. Du kannst dich einfach fallen lassen in meine Liebe und ich fange dich auf. Ich liebe dich, mein Kind. Halleluja. Du kannst im Moment mit den Gefühlen überhaupt nicht umgehen, die dich gerade, ja, die gerade in dir sind. Und du hast vielleicht auch das Gefühl, dass dein Herz zu klein ist für das, was gerade da drin vorgeht. Aber der Herr macht dein Herz weit. Mit seiner Liebe macht er dein Herz weit. Und du wirst erkennen, dass die Zweifel an Gott unberechtigt sind. Du wirst es erkennen, weil der Herr dein Herz jetzt berührt, in diesem Augenblick wird dein Herz berührt und all diese Gefühle, die du jetzt nicht einordnen kannst, die kommen in seine göttliche Ordnung. In seine göttliche Amen. Ordnung. Vertrau ihm. Gib ihm dein Herz, dass er es weit machen kann. Silvia, die Frau von Kurt, schreibt, Gottes Liebe ist so stark, ich, Silvia, bin berührt von seiner Liebe. Und vielleicht sind es noch mehr Menschen als nur die Silvia. Sigrid, schön, dass du zuschaust. Sigrid schreibt, danke Christine und Julia, Halleluja. Wir sagen danke, Sigrid. Wenn du was hast für uns, schreib es auch. Wenn du es vom Heiligen Geist empfängst, schreib es uns. Monika aus Lübeck, das Salböl seiner Gegenwart heilt uns und doch sättigt uns mit ihm und heilt uns nach Geist, Seele und Leib. Dank für die Gegenwart, Herr. Vera schreibt, es macht mir Freude, dich auf eine höhere Stufe der Reife, des Wachstums, der Entfaltung, der Fruchtbarkeit und der Herrlichkeit zu führen. Halleluja, lieben euch, grüßen euch, Vera, Sigrid, Monika. Schau doch irgendein Kritiker zu, irgendeiner, der einen Fehler sucht bei uns. Ich glaube, du wirst Fehler finden, wenn du sie suchst. Aber ich lade dir ein, die Freundlichkeit des Herrn zu suchen. Denn die kannst du auch finden. Und ich für meinen Teil würde lieber
ein Gramm der Freundlichkeit des Herrn finden wollen als ein Kilo Fehler. Halleluja. Danke, Jesus, für deine bedingungslose Liebe. Wenn ich von Fesseln befreie, dann ist es so, wie wenn meine Kinder sich aufmachen von den verschiedensten Enden her und durch die Schluchten des breiten Canyons gehen, wie das Wasser, die Rinnsale, die sich durch die einzelnen Spalten durchschlingeln und sie vereinen sich dann und sie gehen gemeinsam und immer breiter werdend durch diesen großen Canyon, um sich am Ende, wenn sie das alles überwunden haben, in der Freiheit zu finden, die ich meine. Es gehen die Schluchten auseinander und sie stehen vor dem großen, fruchtbaren Land. Das ist wie wenn nach tagelangem Regen und Nebel die Sonne durchbricht und sie wie ein wunderbarer, glänzender, strahlender Ball mit den ganzen Facetten des Lichts über alles ergießt. So ergießt sich meine Liebe über meine Kinder, wenn sie die Fesseln ablegen, sich aufmachen und gehen. Sie werden nicht in der Schlucht zuschanden kommen. Sie werden das fruchtbare Land, meine Weide, erreichen. Danke, Axel. Danke für deinen Beitrag. Vertraut nun, schreibt Axel, dass ihr das Licht für Salzburg seid und dass ihr befähigt seid, das Königtum Christi überreich auszubreiten. Und dankt ihm reichlich, dann wird es euch werden. Axel, bist du neu hier bei uns? Schreib, woher du bist. Wir segnen dich und grüßen dich im Namen des Herrn. Dankeschön. Zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Auch wenn die Umstände dir was anderes erzählen. Du hast einen Traum, der wird wahr, wenn du es wirklich willst und alles daran setzt. Leg ab die Fesseln, du wirst frei fürs gute Leben. Leg ab die Fesseln, du wirst frei fürs gute Leben. Leg ab die Fesseln, du wirst frei fürs gute Leben. Was wirklich tötet. Es gibt nur uns, auf was ich schauen möchte. Nur uns, was mich bewegt. Es ist die Liebe, die Liebe, die Liebe, die mit Jesus kämpfen ist. Es gibt nur uns, was mich begeistert. Es
gibt nur uns, was mich begeistert. Nur uns, was wirklich zählt. Es gibt nur uns, auf was ich schauen möchte. Nur uns, was mich bewegt. Das ist die Liebe. Es ist nur uns, was die verändert, nur uns, was die herbringt. Es ist nur uns, was Freude spendet, nur uns, was die erhebt. Ist die Gnade, die Fähigkeit von Gott, die in mir wirkt, uns Leben bringt. Ich bin von Neuem geboren. Weil ich an Jesus glaub, bin gekreuzigt, gekrammt und auferstanden, erhoben im Himmel auf dem Thron. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten, mein Vater ist Gott selbst. Der Teufel ist besiegt und all seine Konsorten und Jesus Christus regiert. Und nur uns, was mich begeistert, nur uns, was wirklich zählt. Jesus! Nur uns, auf was ich schauen möchte, nur uns, was mich bewegt. Das ist die Liebe, die Liebe, die Liebe, die mit Jesus kennt man nur uns, was die verändert, uns, die herbringt. Es ist nur uns, was Freude spendet, nur uns, was die erhebt. Es ist die Gnade, die Fähigkeit von Gott, die in mir wirkt, uns Leben bringt. Ich bin von Neuem geboren, weil ich Jesus glaub, bin gekreuzigt, gekrammt und auferstanden, erhoben im Himmel auf dem Thron. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten, mein Vater ist Gott selbst. Der Teufel ist besiegt und all seine Konsorten und Jesus Christus regiert. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Mein Vater ist Gott selbst. Der Teufel ist besiegt mit all seinen Konsorten und Jesus Christus, der regiert. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Mein Vater ist Gott selbst. Der Teufel ist besiegt mit all seinen Konsorten und Jesus Christus, der regiert. Und ihm im Himmel auf dem Thron. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Mein Vater ist Gott selbst. Und der Teufel ist besiegt mit all seinen Konsorten. Und Jesus, er regiert und ich mit ihm. Und all seine Konsorten und Jesus Christ regiert und ich mit ihm.
nur eins, was mich begeistert. Nur eins, was wirklich zählt. Es gibt nur eins, auf was ich schauen möchte. Nur eins, was mich bewegt. Das ist die Liebe, die Liebe. Die Liebe, die mit Jesus kämmern ist. Woo! Was dich verändert, nur eins, was höher bringt. Es ist nur eins, was Freude spendet, nur eins, was dich erhebt. Es ist die Gnade, die Fähigkeit von Gott, die in mir wirkt, uns Leben bringt. Ich bin von Neuem geboren. Konsorten und Jesus Christ regiert und die mit ihm. Nach wo Jesus verraten wurde, der Name des Brot, er segnete es, brach es, danke dem Vater und sagte das. Mein Körper, der für euch in Liebe hingegeben wird, nehmt und esst alle davon. Tut es in liebevoller Erinnerung an mich. Und nachdem sie gegessen hat, nahm Jesus den Kelch, dank dem Vater noch einmal und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Nehmt und trinkt alle daraus und tut es in liebevoller Erinnerung an mich. Darf ich bitten, Dank zu sagen für Brot und Wein. Ja, danke dir, Jesu Namen. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, der für uns alles aufs Kreuz hinaufgetragen hat. Alle Sünden, alles hast du für uns getragen, Jesus. Durch deine Gnade sind wir errettet worden, durch dein kostbares Blut, für uns vergossen hast, zur Vergebung unserer Sünden. Und wir gedenken jetzt mit dem Blut und mit dem Brot, was du für uns getan hast. Ich danke dir, Jesus, und führe und leite du uns weiterhin und sei du Herr in unserer Mitte hier in dieser Gemeinde. Herr, ich danke dir, dass wir deine Kinder und Söhne sein dürfen. Herr Jesus, dass wir von dir getragen, gesegnet werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Du hast alles hingegeben. Jesus, du gabst uns dein Leben. Du hast allem Antwort gegeben. Nach dem Sinn des Lebens, du gabst uns zu erleben. Du hast alles hingegeben. Jesus, du gabst uns dein Leben. Du hast allen Antwort gegeben. Nach dem Sinn des Lebens, du gabst uns zu erleben. Es ist die Liebeskraft. Deine Liebeskraft, es ist die Liebeskraft, die Leben schafft.
Verschmolzen mit deiner Liebe. Es kommt hervor das wahre Leben. Zeichen und Wunder, sie geschehen. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft. Es ist die Liebeskraft, die Leben schafft. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft. Es ist die Liebeskraft, sie fließt durch uns. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft. Es ist die Sie fließt durch uns. Deine Liebeskraft, es ist die Liebeskraft, die Leben schafft. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft. Es ist die Liebeskraft,
ausgegangen. Habt ihr die Trompete noch vorhin gehört? Weiß ich gar nicht, ob die noch zu hören war. Vielleicht war da schon aus. Naja, wie auch immer, ich habe gesagt, es war aus Glauben, ob Keks oder... Haben wir noch keinen Ton? Haben wir einen Ton? Hört ihr mich? Okay. Ich habe vorhin gesagt, egal ob ihr Saft habt oder Keks habt oder aber Wasser nehmt, wenn ihr es im Glauben tut, das entscheidende Mahl des Herrn ist im Glauben. Und das Entscheidende, was jetzt kommt, ist auch im Glauben. Zu leise, sagt jemand. Können wir es lauter machen? Eins, zwei. Hört ihr mich jetzt? Hört ihr mich? Okay, wenn ihr mich hört, super. Ich erkläre es jetzt nicht noch einmal, weil ich es nicht nochmal erklären kann, aber alles ist im Glauben. Ob ihr Keks habt, ob ihr Wasser habt, beim Abendmahl, das Entscheidende ist der Glauben. Und das Entscheidende im Geben ist auch der Glaube. Wenn ihr es im Glauben tut, wird es nicht weniger, sondern mehr. Und wenn ihr gesegnet seid durch diesen Gottesdienst, dann könnt ihr jetzt euch vom Heiligen Geist zeigen lassen, was ihr geben dürft und es einfach überweisen und heute auf einen Zettel schreiben, egal ob ihr am Küchentisch, am Wohnzimmertisch oder im Büro sitzt, schreibt es auf einen Zettel, was der Heilige Geist euch sagt und überweise es einfach danach. Das Konto, was angegeben ist auf der Webseite glaubederliebe.at unter Menüpunkt Säen im Liebe. Und wenn ihr sagt, nein, das will ich nicht, ich will es umsonst genießen, ist mir auch nicht wert, was zu geben, ist völlig okay. Wir übertragen es für dich auch gratis. Aber nur wenn du sagst, es ist mir wert, es zu unterstützen, es ist mir wert, ein Teil dessen zu sein, diese Übertragung, dann darfst du sehen. Du musst nicht, aber du darfst. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Und ein fröhlicher Geber kann nur der sein, der es im Glauben tut, der etwas sieht, was andere nicht sehen. Andere sehen, das Geld ist weggegeben, aber du siehst im Glauben, es ist investiert. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen, keiner, der investiert bei der Bank oder sonst wo, weint, weil er erwartet, dass es mehr wird. Und du darfst sehen, der Bauer weint nicht bei der Aussaat, weil er eine Ernte erwartet. Und wer sät, der erwartet eine Ernte. Wer investiert im Glauben ins Reich Gottes, der weiß, er wird nicht ärmer, sondern reicher. Und darum können wir fröhliche Geber sein. Nur darum, wenn wir Offenbarung haben, dass uns das Geben nicht ärmer macht und das Zurückhalten und Horten nicht reicher. Oh, danke, Herr. Es ist schön, dir zu vertrauen. Es ist schön, eins zu werden, auch im Geben. Du hast gesagt, Geben ist seliger als nehmen. Aber du gibst auch gerne neuen Samen dem Sämann. Nicht dem, der hortet, sondern dem, der ein Sämann ist. Und ich danke, dass viele auch unserer Freunde, die zuschauen, Seeleute sind. Und ich danke dir im Glauben, dass auch sie reichlich ernten. Amen. Thank you.
Jesus. Danke, Jesus, dass ich ein Seemann sein darf. Dass ich ein Seemann sein darf, der gute Saat auf fruchtbaren Boden wirft. Der gute Saat auf fruchtbaren Boden wirft. Danke dafür, dass ich in Liebe aussehen darf. Danke, dass ich in Liebe aussehen darf und im Glauben meine Ernte erwarte. Und im Glauben meine Ernte erwarte. Und dein Reich blüht auf. Und dein Reich blüht auf. Dein Volk hat keinen Mangel. Deinem Volk hat keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Mir mangelt nichts. Amen. Wunderschönen Sonntagabend. Wunderschöne gesegnete Woche. Bewusstsein, dass die Sünden vergeben sind. Denk an die 7 Gs. Du hast große Gunst. Bist gewaltig gesegnet und gigantisch geliebt von Gott. Amen. Nächsten Sonntag, 18.30 Uhr. Und kommt mal vorbei, besucht uns. Amen.